Weiter geht es mit Guild Wars 2, Lebendige Welt, Staffel 3, Episode 6. Und wir sollen jetzt mit Vorstreiter Merit sprechen. Machen wir dann mal. Kommen hier 10 Millionen E-Mails, das kann man nicht sagen. So, gut. Jemand hat mich abonniert, ja? Und zwar, wer ist das, der mich abonniert hat? Billy Gene Jackson hat sich auf YouTube abonniert. Der ist auch nett. Wenn er das sieht. Vielen Dank. F. Oberste Vorstreiterin, er hat sich bewiesen. Sind wir bereit für sein Gelöbnis? Das sind wir. Jetzt wartet nur noch die Reise durch magische Dunkelheit zu der Heiligen Kammer auf euch, in der ihr den Eid leisten werdet. Vertraut mir, ich werde euch heil dorthin bringen. Nachdem wir die Wunden unserer Vergangenheit geteilt haben, werden wir jetzt unsere Zukunft stärken. Dieser Eid verpflichtet euch, unsere Geheimnisse zu verteidigen. Enthüllt ihr sie, wartet auf euch die Todesstrafe. Sprecht mir nach. Ich bin gebunden durch das Blut aus der glänzenden Klinge. Ich bin gebunden durch das Blut aus den Adern der glänzenden Klinge. Mir obliegt es, die Geheimnisse der glänzenden Klinge jenseits dieses Kreises zu schützen. Eher sterbe ich, als dass ich diesen Eid breche. Es wurde gelobt und so soll es nun sein. Wem wir unser Vertrauen ausgesprochen haben, ist nun in unsere Mysterien eingeweiht und wird das Königreich beschützen. Ihr seid ein verehrter Agent der zeitlosen glänzenden Klinge. Jetzt können wir euch von unseren Geheimnissen berichten, ohne Strafe befürchten zu müssen. Okay. Sprech mit Anis. Nee, gibt Anis einen Aspekt. Und vergesst nie, dass Reden sterben bedeutet. Wo wir gerade dabei sind, erzählt. Nun gut, dann werde ich jetzt wohl eure Frage beantworten. Wie lautete sie noch einmal? Oh, wie amüsant ihr seid. Ihr wisst genau, was ich will. Durchaus. Ihr wollt Balthasar und ich will Lazarus. Solange die Aspekte irgendwo da draußen sind, ist Kreiter nicht sicher. Ihr habt vor, sie zu vernichten? Nein. Sobald sie alle in meinem Besitz sind, werde ich ihn mit ihrer Hilfe wiederbeleben. Habt ihr noch alle Latten am Zaun? Ich habe ähnlich reagiert, auch wenn ich zu etwas drastischeren Formulierungen gegriffen habe. Wenn er wiederbelebt ist, werde ich die geballte Kraft meines kreitanischen Zorns auf ihn niederprasseln lassen. Ich werde ihn vernichten. Und das wird die Mossad für alle Zeiten aus Tyria verjagen. Was? Wir haben den weißen Mantel bereits handlungsunfähig gemacht? Es wird Zeit, den letzten Mossad auszulöschen. Kommt ihr? Ihr denkt, ihr könntet das Auge finden? Aber mit Sicherheit. Ich werde euch nicht im Weg stehen. Wenn das nicht funktioniert, könnt ihr aber jetzt schon davon ausgehen, dass ich mir ein... Ich hab's doch gesagt, nicht verkneifen werde. Verstanden. Ich habe einen Plan. Es gibt widersprüchliche Nachrichten darüber, wo sich das Auge aufhält. Es könnte sein, dass es eine Weile dauert, es ausfindig zu machen. Also, teilen wir uns auf. Ihr geht nach Orr. In Löwenstein wird ein Schiff auf euch warten. Wir treffen uns wieder, sobald wir das Auge gefunden haben. Ihr versucht also schon wieder, mich loszuwerden? Warum schaut ihr nicht in Rathas Sum vorbei? Von meiner Gildenkameradin Taimi bekommt ihr so ein Kommunikationsgerät, wie ich es habe. Damit ihr mich überwachen könnt? Nein, damit wir immer wissen, wo der andere ist. Was ja im Endeffekt überwachen ist. Okay, wir haben ein Geheimnis in der glänzenden Klinge abgeschlossen. Das ist ja sehr schön. Wir bekommen wieder ein wenig Weisheit quasi. Ein Service, der den Balken minimal füllt. Achievement. Und wir bekommen... Wow, werden jetzt aber zugeschissen mit den Dingern hier, ne? Wir haben den Belohnungspfad jetzt freigeschaltet.
Chronik, Geheimnisse der glänzenden Klinge abgeschlossen. Aber habe ich jetzt gerade im Moment, das will ich jetzt mal kurz gucken. Bin doch nicht einfach nur so zugeschissen mit den Dingern. Achso, es gibt diverse Sachen, wo man hier noch so solche... Ah gut, man wird hier zugeschissen, weil man hier ganz viele Achievements hat, die halt diese Punkte bringen. Alter, wie die da draußen brüllen, das nervt ja total. Okay. Hier ist 5 Erfolge, aber dann haben wir das. Hier sind auch extrem viele Erfolge drin, ne? Gut, dann haben wir das abgeschlossen. Es geht scheinbar nach Ohr zurück, wobei das klar war, denn die Videos, die vorher rausgehauen wurden, wo das schon mal ein bisschen angeteasert wurde und ja. Die Bilder auf der Übersichtsseite von der aktuellen Episode, die zeigen auch, dass es irgendwie nach Ohr geht. Also war das eigentlich klar, dass wir jetzt nach Ohr müssen. Täglicher Bäcker, Peter von Ohr. Ja, kann man sehen. Finden ein Schiff. Gut, dann gucken wir mal. Irgendwie ein neues Gebiet in Ohr oder so? Weil ich sehe hier nichts. Doch da! Da! Guck mal hier. Bekommen wir ein neues Gebiet in Ohr. Sobersengeländer. Lände. Was auch immer. Bekommen wir ein neues Gebiet. Hat ja noch ein bisschen Platz hier, neue Gebiete hier. Auch noch zu ballern, aber. Gut. Wie gesagt, demnächst. Geht's so. Geht's, ne? Ich weiß schon. Da müssen wir trotzdem hin, ne? Aber warum? Nun, wenn Leichen zu beseitigen sind, lasst es mich wissen. Da, aber. Das ist ja ein Portal. Wohin bringt uns dieses Portal? Ah, Löwenstein, gut. Das wollte ich nur wissen, weil ich glaube nämlich nicht, dass wir. Na, so, dann gehen wir mal hier in den Löwenstein. Nach Ruckelstein. Moment, ich glaube, das Spiel verarscht uns, oder? Da unten hin und wir müssen... Das Spiel verarscht uns, definitiv. Wohin mich das Spiel auch immer leiten möchte, da unten müssen wir hin. Warum zum Teufel sollen wir da lang? Die verarscht uns doch voll. Jetzt zeigt es richtig. Komisch. Da runter. Also, echt, ich habe momentan echt das Gefühl, als ob uns das Spiel hier komplett verarschen will. Aber gut. Hier haben wir ein Schiff. Hallo, ich bin der Reisende, auf den ihr wartet. Die glänzende Klinge stellt mir eine Passage nach Or zur Verfügung. Ich brauche eure Bordmarke. Ich besitze keine Marke. Ich habe keine erhalten. Aber Moment mal, ich weiß, wie wir das lösen können. Vorstreiterin Kerida, bitte komm. Jemand von der glänzenden Klinge will mich nicht an Bord des Schiffes nach Or lassen. Oh, sehr formell. Ist dieser jemand von der glänzenden Klinge dort bei euch, Kommandeur? Ich benötige eine Bordmarke. Ich muss die Befehle befolgen. Hier spricht Vorstreiterin Kerida. Der Kommandeur befindet sich auf einer Mission der Klinge. Ihr werdet ihn nach Or bringen. Code S-B-E
J1998. Ihr müsst nicht gleich schreien. Jawohl, Vorstreiterin. Ich bitte um Verzeihung. Mir war nicht klar. Geht an Bord, wenn ihr möchtet. Wir müssen nicht gleich schreien. Wie kommen wir an Bord? Geht weiter, bitte. Ja, wie denn, bitte? Müssen wir den... Achso, wir müssen aufs Schiff rauf? Ah. Also wir müssen jetzt nach Ohr segeln. Ja, wir kommen jetzt ins neue Gebiet. Ja, aber man hätte ja wahrscheinlich auch einfach so da reingehen können, oder? Also, oder gibt es keinen Zugang von dem Standard-Ohr-Gebiet in dieses Gebiet rein, weil das ist doch sehr, sehr dicht. Tretet ein, Vorstreiterin. Wir haben gerade in Ohr angelegt. Vielen Dank für das Schiff. Habt ihr das Auge gefunden? Oh nein. Sollte ich etwa nach dem Auge suchen? Ihr beliebt wohl zu scherzen. Wusstet ihr, wie merkwürdig diese Inseln sind? Ich komme gerade von einem ziemlich zerlumpten Jahrmarkt, bei dem man versuchte, ein wild gewordenes Faultier einzufangen. So etwas kenne ich. Möchtet ihr nicht wissen, ob ich das Auge gefunden habe? Das ist nicht nötig. Da ihr gefragt habt, ob ich es gefunden habe, kann ich davon ausgehen, dass ihr es nicht habt. Ende. Ja, übrigens, ich hasse Ohr. Hasse die Ohrgebiete. Deswegen werde ich dieses Gebiet ja jetzt auch hassen. Definitiv. So, wir haben wahrscheinlich jetzt auch hier wieder Sternchen-Herzmissionen, ne? Ja, war ja klar. Ich freue mich so gar nicht auf dieses Gebiet, ey. Leute, das liegt aber einfach daran, dass es Ohr ist. Und Ohr ist echt kacke. Gibt Leute, die mögen Ohr. Ich hasse Ohr. Und Ohr ist auch eigentlich eins der echt blödesten Gebiete in Arenen. In Arenen, jetzt sag ich schon. In Guild Wars 2, die es halt eben ja hier gibt. Ne? Also das ist neben natürlich HOT, weil das ist auch nicht so ganz geil gemacht worden. Aber mal sehen, ob sie dieses Gebiet zumindest ein bisschen cooler gestaltet haben. Das sieht doch hier zumindest ein bisschen schöner aus als das normale Ohr. Also Ohr ist wirklich echt näher. Also Ohr ist. Ach nee, das kann es dir nicht geben. Seid gegrüßt, Wanderer. Seid ihr gekommen, um uns zu helfen, dieses verfluchte Land zurückzugewinnen? Ich fürchte nicht. Ich bin auf der Suche nach jemandem. Habt ihr Balthasar gesehen oder Berichte über ihn gehört? Oh, ich habe tatsächlich Gerüchte vernommen. Man habe das Wesen namens Balthasar hier gesehen. Die königlichen Geister tuscheln darüber. Wisst ihr, wo er hingegangen ist? Oder habt ihr das Auge von Yantir gesehen? Ein schwebendes... Das schwebende Pyramidenauge? Es kam vor gar nicht langer Zeit hier vorbei. Doch ich wagte mich nicht näher heran. Es war unterwegs ins Landesinnere. Ich schlage vor, ihr beginnt eure Suche bei Dagoneth, dem Erstgeborenen. Ihr findet ihn im Reliquiar der Melandru. Gut, dass hier Silvari sind, ist glaube ich auch nicht so verwunderlich, denn die Silvari sind die einzigen, die gegen die Derbtheit oder gegen die untoten Magie irgendwie immun sind. Guck mal hier, guck mal, da ist. Können wir wieder so viele entdecken. Ich würde ja gerne da nochmal hin. Naja, ich weiß nicht, ob ich. Ja, das werde ich irgendwie. Werde ich offscreen machen. Wie ich das auch offscreen gemacht habe bei der letzten Karte. Nicht. Wir gehen ins Landesinnere, ja. Gucken wir nochmal den Punkt hier. Ich hasse es. Ich hasse Ohr. Es ist so nervig, die Gebiete. Ah, Mann. Ich hoffe nur, dass es ein Ende hat mit dem nächsten Addon, dass hier irgendwas noch mit Ohr passieren wird. Sehr zumindest sehr schön. Ohr ist echt kacke. Ab du verkackter Gegner, ich hasse dich.
Ich muss mal. Nee, ich war doch schon richtig. Boah. Ich kann auch immer kaum glauben, dass ihr einfach so zu dem einen hingegangen seid und gesagt habt. Ah, ich kann es auch noch nicht glauben, dass ich hier in Ohr wieder bin. Ohr ist schrecklich. Gut, aber wir werden uns das mal hier aufmachen. Unser Ziel, das muss er sagen. Trotz dessen sieht das hier doch schon echt ein bisschen schöner aus. Also nicht so mega trostlos wie in den anderen Ohrgebieten, sondern durchaus schon ein bisschen grüner. Erste Herzchen-Mission! Besiegt Untote! Oh, Untote besiegen macht durchaus Fortschritt. Na gut, dann. Geil! Besiegen wir sie! Ich glaube, die müssen wir auch töten, oder? Ja, oder auch nicht. Wollen wir durchlaufen? Oh, wir können es nehmen und dann... Neues Event. Ja, ja, gibt wieder ganz viel zu tun auf dieser schönen neuen Map. Alter! Und das ist sehr schön. Content ist immer gut. Vor allen Dingen Guild Wars 2 ist ja Content eher eine Seltenheit. Aber laut Mark O'Brien, der hat ja so einen offenen Community Brief ja geschrieben. Das ist auch eher eine Seltenheit, dass er das mal macht. Aber er hat es dann wieder gemacht und er hat da auch drin geschrieben, dass sie durchaus, dass es durchaus so gewollt ist, dass die, dass der lebendige Welt-Content-Rhythmus so 2 bis 3 Monate mal war. Also es hatte irgendeinen Sinn. Naja. So, wir haben den erstgeborenen Dingens gefunden. Aber bevor wir da hingehen, hier nochmal schön die erste Mission fertig machen. So. Und jetzt haben wir hier wieder Bossmusik. Also hier irgendwo. Ja. Ja, da oben ist ein Boss. Er wird gerade schon bekämpft, lohnt sich nicht hinzugehen, aber... Wobei, wir könnten... Könnten noch mal gucken, was das für einer ist. Nehmen wir mal an, wir können hier mit den Hüpfpilzen nach oben. Ach, das ist so ein untoter Lindwurm. So, aber
damit haben wir das hier abgeschlossen. Melandro-Statue. Ihr habt das Relikt der Melandro zurückgewonnen. Und einen Teil des Netzes erleuchtet. Dankeschön. Und wir haben eine Truhe bekommen. So. Ah, guck mal. Kannst du mal sehen. Und ich habe nur ein paar Mal drauf gehittet und schon Gold bekommen. Ja, das ist schon... muss man erstmal schaffen, ne? Aber das ist ziemlich easy bei sowas. Das gefällt mir. Kriegen wir hier irgendwie... mal gucken. Ja, übrigens, mein Charakter hat auch noch Geburtstag gehabt. Deswegen habe ich ja auch noch diese... den Geburtstagsblaster drin. Ist das irgendwie... Nee, natürlich logischerweise nicht. Also... Da kann man erst auf das Erweiterungspack dann warten und dann kann man da mal gucken, ob man da vielleicht bessere Items wieder hat. Ansonsten bin ich jetzt erstmal so gut ausgerüstet, dass ich eigentlich nichts mehr Besseres finden kann. Außer aufgewertete, legendäre What-Fuck-Items, die ewig dauern. Hallo? So. Ja, die Folge ist vorbei. Beim nächsten Mal werden wir dann mit Dagonet sprechen. Und ich hoffe mal, dass wir hier nicht irgendwie auf... egal. Genau, werden wir mit denen sprechen und dann mal sehen, wie es dann weitergeht. Ah, hier haben wir auch einiges zu machen. Hier haben wir dann auch noch... ist das das hier? Aha, tägliche Belohnung. Hier haben wir dann auch noch so einen Punkt. Den hätte ich natürlich auch gerne irgendwie mal. Offscreen mache ich das gerne. Und. Was sieht denn hier eigentlich aus? Aber ja, klar. Was bekommen wir denn hier als neue Fähigkeit dazu? Gewährt allen Verbündeten im Wirkungsbereich Wildwuchs. Angriffe auf verbessert. Außerhalb von einem Pilz. Okay, das ist. Ja, braucht man 7 Punkte da. Das kann ja was werden. Ist es aber nicht so wichtig. Das werden wir jetzt erstmal nicht angehen, glaube ich. Auch egal. So, bis zum nächsten Mal. Haut rein.